Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wer mich kennt oder gut, einfach nur meinen YouTube-Kanal hier etwas genauer beobachtet, der weiß, dass ich persönlich ein großer PlayStation-Trophy-Hunter bin. Und dabei kann mir keine Platin zu leicht oder zu blöd sein. Ich spiele christliche Text-Adventures, Visual-Novels, Spiele, wo man nur auf drei Knöpfchen drücken kann. Es kann mir einfach nicht zu leicht und zu primitiv sein. Aber trotzdem, eine Aufgabe so einfach wie jetzt hier in diesem Video hatte ich noch bei keinem 20 Sekunden Platin-Spiel. Achtung! Get Carter! Ja, I got Carter. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, I got a Carter, auch meistens, wenn ich am Vortag beim Wirten war. Aber ich glaube, der Carter, den die Gangster in diesem Film getten sollen, ist ein bisschen ein anderer Carter, der sich nicht ganz so leicht getten lassen will. Denn dieser Carter wird gespielt von Sylvester Stallone. Der übernimmt übrigens in der Neuverfilmung von diesem Film die Rolle von Michael Caine, der im Original in aus 1971 von Mike Hodges, das hierzulande auf den Titel Jack rechnet ab, gehört hat, eben dieselbe Rolle. Wobei, Jack rechnet ab, ein Mann wird zur Bestie. Ja, das war tatsächlich der komplette deutsche Videotitel. Geil. Das ist ein Film, der damals nur in geschnittener Fassung, ungeprüft von MGM und United Artists auf Video veröffentlicht wurde, dann natürlich 1984 auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt und erst 2009 folgeindiziert wurde. Sprich, dieser Film aus dem Jahr 1971 ist heute immer noch indiziert, lief aber fehlerhafterweise einmal sogar laut OFDB sogar ungeschnitten im Fernsehen. Upsi-Daisy. Aber das ist ein Film, der noch hierzulande kein digitales Heimkino-Debüt erlebt hat. Da wäre natürlich so ein Mediabook-Release einmal absolut herzlich angebracht. Da ist es auf jeden Fall wesentlich interessanter, diesen Film neu aufgelegt zu sehen, als, seien wir uns ehrlich, den. Weil Get Carter mit Sylvester Stallone hat eine FSK 16 Freigabe, ist von Warner mit beschissenem Cover auf DVD erschienen und dann mit demselben beschissenen Cover auch einfach auf Blu-ray. Den Film zu bekommen ist wirklich nicht schwer. Aber NSM hat sich gedacht, braucht keiner, wurscht, wir bringen ihn trotzdem und das dann noch in 6400 Cover Artworks. Aber ich muss an der Stelle dazu sagen, ich habe ihn mir trotzdem geholt. Weil erstens habe ich noch keine andere Auflage von Get Carter in meiner Sammlung. Und außerdem fand ich das Cover von Ralf Krause irgendwie cool. Und ich muss sagen, es ist teilweise interessant, wie schnell sich die Meinung von jemandem ändern kann. Weil als ich das bestellt habe, gab es die Colors of Entertainment Reihe noch nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber wie diese Mediabooks angekündigt wurden, habe ich mich einfach fast instant satt gesehen an den Zeichnungen von Ralf Krause. Ich glaube, das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis sie das da fast regenerieren kann. Aber bei Get Carter hat er einige eigentlich recht coole und weitestgehend auch ziemlich gleiche Cover Artworks abgeliefert, wobei mir das eben hier irgendwie am meisten Action versprochen hat und am interessantesten zum Anschauen war, weil eben hier auch mehrere Charaktere zusammenkommen. Cool finde ich eben auch, dass wir hier dieses Bild haben, wo er sogar noch vor seinem eigenen Namen steht, dass man sich fast denken kann, soll es noch ein C sein? Get Card. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, hätte man vielleicht auch ein bisschen besser platzieren können. Aber schaut gar nicht schlecht aus, muss man sagen. Und manchmal mag ich den Ralf Krause-Stil trotz allem immer noch. Schauen wir dann einmal aufs Backcover. Das ist natürlich in dem Fall recht einfach gestaltet und ausgefallen. Mit einem weiteren Bild von Sylvester Stallone. Mit der Inhaltsangabe zum Film. Mit den Cast and Crew Details. Natürlich in dem Fall etwas mehr Bonusmaterial, weil es sich ja eben um eine Major-Produktion aus dem Jahr 2000, ihr wisst schon, die Zeit, wo noch Bonusmaterial produziert wurde, handelt, wo eben zum Beispiel Interviews drauf sind oder eben ein Audiokommentar mit dem Regisseur. Wir können dann einmal ins Innere blicken und finden eben hier beispielsweise gleich einmal das Hauptcover von den Warner-Veröffentlichungen, das ich eben vorher als, Scheiße bezeichnet habe, genau. Außerdem dann eben hier ein alternatives, aber um nichts besseres Motiv auf der
DVD und warum wirklich bei so einem, ich meine ganz ehrlich, warum ist das notwendig? Warum muss dieses Bild von Sylvester Stallone derartig matt und schwach und irgendwie kaum zu erkennen sein, wenn ich mich da nicht wirklich bemühe, in welchem Winkel ich das hier in die Kamera halte, sieht man gar nicht mal mehr, dass da überhaupt ein Bild ist. Warum? Vor allem, wenn es sich um einen Film aus dem Jahr 2000 handelt, dann muss es doch noch bitte irgendwelche Aushangfotos, Plakatausschnitte oder sonst irgendwas geben, was man verwenden kann. Und vor allem, warum das? Ich weiß, dass es bei NSM mittlerweile offensichtlich wirklich üblich ist, dass die rechte Seite vom Innenspiegel genau gar nichts mehr abbekommt. Aber was ist das? Das ist ein bisschen hingespieberner Ralf Krause Rauch und das war's. Und genauso wie bei Rape Squad offensichtlich ein bisschen Schulter, die da noch rüberhängt. Und ein bisschen ein Haussehe auch. Okay, passt. Das ist fad. Das ist uninteressant. Und ich weiß, es ist etwas, das ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen vielleicht ein bisschen anders sieht, aber wenn man keinen Bock hat auf irgendwas, dann macht es doch bitte einfach nicht. Und wenn ihr es macht, dann gebt euch verdammt nochmal Mühe dabei. Und ich bin wirklich der Letzte, der sich darüber aufregen wird, dass dieselbe Pose von Sylvester Stallone auf mehreren Frontcover-Artworks von Ralf Krause ist. Das ist sogar etwas, das ich gar nicht einmal so schlecht fand in dem Fall, weil ich tatsächlich auch kurz überlegt habe, ob ich diese Version, wo man einfach nur Sylvester Stallone sieht, nicht doch lieber kaufen würde als die mit den anderen Charakteren, weil das auch wirklich etwas hatte. Das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Aber das hier, das schaut einfach lieblos hingrotzt aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das soll. Also selbst wenn es das ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es euch so wurscht ist, dass man das bemerkt als zahlender Kunde. Aber es tut mir leid, wenn das so der Wahrheit entspricht, dann müsst ihr eure Wurstigkeit in Zukunft ein bisschen besser verstecken vor uns. Oder, Spoiler-Alarm, euch ein bisschen mehr Mühe geben. Vor allem bei diesen Billigstorfer ausschauenden Backcover. Aber ganz ehrlich, das ist tatsächlich noch eines der besten NSM-Backcover der letzten Monate. Aber es macht mich wieder einfach nicht glücklich. Das Frontcover hätte es fast noch rausgerissen, aber das Innendesign ist einfach fad. Und die Booklet-Designs sind einfach fad. In dem Fall ist es sogar ein bisschen besser, weil zumindest diese Kapitelunterteilungen das Ganze ein kleines bisschen auflockern, die Bilder und die Texte ein kleines bisschen harmonieren und zumindest eben nicht jeder Absatz einfach nur Blocksatz ist. Aber es schaut trotzdem alles in allem fad aus. Und ich weiß, dass es Bücher gibt, denen überhaupt keine Bilder drinnen sind, danke. Aber es ist was anderes quasi, ob man einen Krimi oder Roman liest oder ob es eben ein Booklet ist zu einer Mediabook-Veröffentlichung. Da hätte ich mir schon irgendwie ein bisschen ein Zusammenspiel von Text und Bild erwartet, dass das irgendwie gestaltet ist. Aber das ist mickriges 0815 Design, das mich persönlich irgendwie einfach nicht besonders glücklich macht. Es ist kein Mediabook, das jetzt zum absoluten Grauen führt. Dafür vor allem ist es zumindest in dem Fall schön scharf gedruckt, das Bein nicht verschoben. Mit dem Falz eigentlich hochwertig verarbeitet, muss man sagen. Aber man hätte sich definitiv noch ein wenig mehr Mühe geben können dabei.